Nee, es geht nicht darum, ihr, also pass auf, Dizzy versus Chat funktioniert so, Leute, pass auf. Vielleicht gibt es ja Menschen, die noch neu sind. Also, da ich alle Hitman-Teile schon mal durchgespielt habe, habe ich mir überlegt, um das ein bisschen interessanter zu gestalten, wir machen das, wir nennen das Ganze Dizzy versus Chat. Das bedeutet, dass du da draußen gemeinsam mit Chat A, den Tatort aussucht, B, das offene Attentat suchst du aus und dann bestimmst du mit Chat in A, vielleicht welcher Zeit, wie oft ich erwischt werden darf oder wie oft ich erwischt und darf und so weiter und so fort. Jetzt gerade kannst du da draußen bestimmen oder vorschlagen, wie lange ich brauche, wie oft ich erwischt werden kann oder es an irgendeine andere Bedingung knüpfen. Und dann wird mit dieser Bedingung eine Prediction aufgemacht und dann darfst du da draußen erraten, ob ich das schaffe oder nicht. Also Medium, wir nehmen Medium, Rare und Deprivation. Also das hier und das da. Jetzt liegt es daran, dass ihr da draußen bestimmen müsst, worum die Prediction sich handelt. Die einzige Auflage, die es gibt, ist, muss Silent Assassin sein. Es muss Silent Assassin sein am Ende. Ich möchte darum bitten, wenn das okay ist für euch, ich würde ungern für solche Challenges erstmal Suit Only. Also von Suit Only würde ich gerne absehen. Das ist die einzige Bitte, die ich habe. Bis 17 Uhr, das wären eine Stunde und 20 Minuten jetzt. Also Suit Only machen wir auch noch. Wir können gerne so Tage uns raussuchen. Das ist so das Einzige, was Suit Only ist, wirklich sehr, sehr knackig. Und das mit Attentate paaren ist halt, das dauert halt länger als immer mal eine Stunde oder zwei. Unter 20 erwischt bis 17 Uhr. Unter 20 erwischt bis 17 Uhr. Okay, pass auf. Ich mache den Gegenangebot. Ich mache ein Gegenangebot, Chat. Bis 17 Uhr und der 15 erwischt. Also wer bei China dabei war, weiß, dass 15 schon alle ganz schön knackig ist. Danke für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Leider schon 5 Monate dabei, Kappa. Also bis 17 Uhr und der 15 Mal erwischt. Erwischt für die Leute, die neu sind, bedeutet entweder ich lade neu oder ich werde wirklich erwischt. Okay. Dann mache ich das jetzt an. Vorhersage starten. China unter eine Stunde und 15 erwischt. Erwischt und über eine Stunde und über 15 erwischt. Okay, ich habe mal Ü und U angemacht. Der Vot geht 15 Minuten. Auf geht's. Ist an. Okay, wir machen wie immer, wir machen alles Standard, okay? Na dann mal los. Ah,
you seen a gull around? Short hair with a bright green bag? Sorry. Shit. She said she'd meet me here. She's probably running late. Yeah. She used to be really reliable. When we were in school, she was my rock. She always let me copy her notes. She would... Nee, bis 17 Uhr. So läuft. Ich habe jetzt nur, ich habe nur eine Stunde jetzt dahin geschrieben, weil es bis 17 Uhr wäre. Ich habe mich verschrieben. Ist zufällig ein Modder? Snowgeeks, Dankeschön für 5 Monate. Ist zufällig ein Modder, der darauf Zugriff hat und das nochmal auflösen könnte und bis 17 Uhr schreiben kann? Which run is not a crime. Scheiße, ich hab den Code vergessen.
Ich hab den Code vergessen. Hey, der Kiga, danke schön für deinen Sub. How's that leg healing up? Have you been doing all that shit with resistance bands? I can definitely feel it. Übrigens, Snookix, dankeschön für 5 Monate. Cynex, dankeschön für 41. Chuckfun, dankeschön für 74. Billy Spleen, dankeschön für 34 Monate. Willkommen zurück. Science geeks through here. Move on. Richard, I presume. Hi, I'm Chen Ting. Pleased to meet you. I'll be your guide on the facility tour. Spare me the pleasantries. I've had an awful flight. 9 hours delayed, luggage lost somewhere along the way, and the airline is trying to avoid their responsibility. I'm hungry and I'm tired, and I want to straighten everything out before I'm doing your tour. Yes, so sorry about your flight. Just let me know when you're ready. Oh, did you bring the P-41 we left for you in the apartment? No. I wasn't informed that I should. Oh, very sorry, Mr. Pritchard. We need you to bring the P-41 to get the tour. It's procedure. Please pick it up before you come and find me. I'll be waiting by the stairs in the back of the restaurant kitchen. I bet all the armed guards around the world are really tired. Brauchen noch die Codes. Wir brauchen noch die Codes. Hier, das ist zum Beispiel, wer hatte das vorhin gesagt? Das ist zum Beispiel so ein Easter Egg. Also ich nenne es jetzt mal Easter Egg. Die Musik. Full compensation to the above mentioned is part of the agreement when signed.
And you waive all future rights to seek further compensation? Yes. Who would you like to benefit from the proceedings if you yourself are incompetent? Would you excuse me? How's your back doing lately? Oh, so Hush likes the last one I sent up to the top floor. He'll be the one to conclude this phase. I knew Hush would be pleased with him. He signed up for the full package. Strong. Das war die Showstopper-Musik, genau. So are you a cook or a chef, or is there a difference? If you use your camera, you can hack that panel. Security protocol overruled. Thank you.
it, Jamie. What's wrong? I don't know. I'm just worried about the scan. Scan initiated. Scanning all body systems. Scanning hormonal profile. Scanning chemical profile. Scan complete. Thank you for your patience. Perfect score on all parameters. You're very fit to perform. What's next? Ah, yes. The full body scan reveals potential for various employee failure scenarios. We evaluate many parameters, and overall they fit in three categories. First, we have the physical assessment, where we scan for health risks such as heart or organ failure, strokes or seizures. Of course, also tumors, infections, and physical changes. I just love to know about Royce's project. I'm sure it's something brilliant. Could be. Her programming is, it's like an athlete's body. Optimized for perfection. Powerful exactly where it's needed, and so natural. Like, you see it and know that's exactly how it's supposed to look. Natural? Not the word that comes to mind when I think of Royce. And I don't mean her implants and past excursions. I mean her weight. She's a mismatch of non-compatible forces. What do you mean? Shy, but overconfident in a very bossy way. And extremely introverted, yet she knows everything. Security protocol overruled. Die Suche nach Versicherung. Hello, sir. Hello, hello. Access granted. Ein. Today, sir. Feels like I'm in here all the time. Me too. It's after Berlin. I've had two psychological debriefs already, and I still keep getting the take a break notification on my screen. I don't think I feel that bad. Ah! Thank you.
Nee, nee. Security protocol overruled. Drone duty. Heavy buggers when they're not doing the flying themselves. Oh, tell hey, me bud. About it. Now, I don't see why we can't use an analyst break. What? The fumes, I mean. Here they really do you good. They reduce stress. And security protocol. The air is overruled. In there? Yep. The miracle fumes are plugged into the aircon from the little utility room. Oh man. I could do with some relaxing fumes. You think we can reroute them? Nah. Only adjust the dose. We should turn it off so they can see what we have to put up with. Yeah, or crank it up and kill everybody so we can have the room to ourselves. That shit ain't free. No way. Never get that. That shit ain't. One more time. I need the demonstration to be perfect. Sure. I can do it then. We've got all the markers and variables mapped. It will play out as predicted. Yeah, I know. I just have a lot riding on this one, and I want to get it right on the first go. Noch mehr schlauer aus, oder? Hä? Gegen die Wand gegenlehnen und bin. Oh Mann. Ich wollte mich wirklich gegen die Wand gegenlehnen. Mann, sorry. Ah, großartig. Come on, think.
definitely 01 something. 18? Isn't the view up here amazing? Oh, diese scheiß Fuse, ey. I don't know why I keep relying on you to bring the snacks. You never remember. Yeah, well, I would have remembered them if I had known you were gonna be such a sucky little baby about it. Also den ersten Stock haben wir durch, den zweiten Stock haben wir auch. Jetzt bleibt eigentlich nur noch. Hey Chef, what's cooking? Bleibt eigentlich nur noch dieses rote Ding übrig. Oder irgend so ein hässlicher Schrank. You can hack that panel with your camera 47. Scan initiated. Scanning all body systems. Bis jetzt noch nichts kam. Wir suchen noch die Sicherung. Scanning chemical profile. Scan complete. Thank you for your patience. Perfect score on all parameters. You're very fit to perform. Granted. I just... Sir! What the fuck? Okay. Have you seen a gull around? Short hair with a bright green eye? Sorry. Ah, mir hat der Ausweis gefehlt, glaube ich. Danke, Leute. Diese Sicherung, ne? Can't believe I forgot to bring the cards. Again. I'll bring them tomorrow, okay? Just drop it. I should be around. Are you sure you're reading it right? Just look for the damn drone. I'll read the tracker. Where's the fire at? Are they very expensive?
Good, ich frage mich, seitdem wir das letzte Mal China gemacht haben, wo diese Scheißsicherung ist, ey. Good job, Chef. Und ich hoffe, dass wir nicht den Auftrag machen müssen mit dem Dude, um die Dings zu ich hoffe nicht, dass wir diese Führung machen müssen, um Medium Rare zu machen. Das wäre bitter. Ich weiß nämlich nicht, ob das schon gepatcht wurde. Scanning all body systems. Scanning hormonal profile. Scanning chemical profile. Scan complete. Thank you for your patience. Perfect score on all parameters. You're very fit to perform. Hat mal jemand Medium Rare gesehen? Full body scan reveals potential for various employee failure scenarios. We evaluate many parameters. Access granted. Okay, muss ich für Medium Rare Dings machen, oder? Also muss ich diese Führung nicht machen. Das ist halt leider ein bisschen blöd, weil meine Führung ist verpackt. You don't have clearance to open this door. Okay. Security protocol overruled. Security protocol overruled. My neck is really tense. I've been on drone duty. Heavy buggers when they're not doing the flying themselves. Oh, tell me about it. I don't see why we can't use an animal. What? A fume. I hear they really do you good. They reduce stress and muscle tension. The air is drugged in there? Yup. The miracle fumes are plugged into the aircon from the little utility room. Oh, man. I could do with some relaxing fumes. You think we can reroute them? Nah, only adjust the dose. We should turn it on.
Interesting. Scheiße, ich hab die Nein, ich hab die Dings vergessen. Ich hab die eine Kamera vergessen, Leute. Oh, ich hab die eine Kamera vergessen. Ah! Irre, moin, ich grüße dich. What? Man, please acknowledge. Come in, come in. Someone's trying to cover up a murder. Herb's trying to blend in. He's wearing a disguise. Got nothing. Kurz mal die Fuse suchen. The new emitters for the flashy core maintenance are working like magic. So much faster than the previous system. I will. Nah. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo diese hässliche Sicherung ist. Nicht mal ansatzweise weiß ich, wo die ist. Und hier scheint sie auch nicht zu sein. Sie muss in irgendeinem Schrank sein, den man aufmachen kann.
good, man. Looking good. Security protocol overruled. Das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wo kann denn diese Sicherung versteckt sein? Also hier unten ist sie auch nicht, so wie es aussieht. Tunnel haben wir eigentlich auch alle durchgeguckt. Bei den Obdachlosen? Aber da sind wir oben auch schon überall lang gegangen. Ich habe keine Ahnung, wo diese scheiß Sicherung ist, ey. Have you seen a girl around? Short hair with a bright green bag? Sorry. Shit. She said she'd meet me here. She's probably running late. Yeah. Oh, this chef outfit is really uncomfortable. Du bist schon dran vorbeigelaufen. Shit. Was today's code? Oh. Eine Sicherung. Den Sicherungskasten weiß ich, wo der ist, aber ich suche eine Sicherung. Oh.
Oh, hey, we my friend. Iceland, actually, but yeah. Hey. Creeps me out how they're different when they leave. Yeah, I'd say they're different when they enter. Come on, you know what I mean. Like, they're not quite there. Some of them are really. I'm gonna be rich. Get the hell out of here. I got this flyer, and it says I can make a lot of. I'm gonna be rich. Get the hell out of here. I got this flyer, and it says I can make a lot of money. So much fun. Don't want people like us for that sort of thing. No, why you said so? That means it's too dangerous for rich people. Oh, I'm going. This is my turn. I just need to find out. I'm just flying to the window. Dave, those exercises have been doing anything for that shoulder of yours. Well, I can definitely feel it. You but accept that you may suffer partial. Right. How's that leg healing up? Have you been doing all that shit with resistance bands? It's a little sore, but it's nothing I can't live with.
Ich bin halt die ganze Zeit am Überlegen, wo ich noch nicht war, ne? Ich habe eigentlich alles gesehen. Darf ich hoch? Nee, ne? Hey, you! Where do you think you're going? Definitely not through here. Get out of my face. It's 3 in the morning, and I've still seen at least 4 chefs turning up for work. I think you might underestimate the power of a late-night noodle. You up for grabbing some? It's gotta be good for what you're saying. I never... Hey, it's me. I forgot the passcode. Yeah, I know. I had it on a note, but I must have lost it somewhere. I know. Can you just help me out this once and I'll owe you one? Got it. Thanks. I'll see you down there. Oh! Die Sicherung. I'm never going to get my Blu-rays back, am I? Oh my god, let it go already. We're gonna fire our ass if we don't find it. Are they very expensive? Buy very good. This is what they're gonna say about Paris. I could tell I bet he's a real taskmaster. Oh, like that. I fell over because a homeless woman suddenly jumped up right in front of me. If you want to get through here, I'm gonna need to go through your pockets, my friend.
Yeah, hey, bro. Oh, God, eh? Es bleibt ja am Ende eigentlich nur so ein Schrank übrig, den man aufmachen kann, wo man Sachen drin findet. Das wäre das einzige, jener Moin, das wäre das einzige, was übrig bleibt. Hier oben, wo war ich noch nicht häufig? In welchem Gebäude war ich noch nicht häufig? Genug. Wo so ein verschlossenes Ding sein kann. Magadi, die Scheiße liegt in der allerletzten Ecke wahrscheinlich. Wo kann die Sicherung liegen? Hier oben ist sie nirgendwo. In dem Gebäude ist sie nicht drin. Bei der Ärztin nicht. Auf dem Vordach nicht, wo die Wachen sind. Auf dem Vordach nicht, wo die Wachen sind. Beim Arzt oben ist sie nicht. Bei der Untersuchung ist sie nicht. Hier im Computerladen ist sie auch nicht. Bei den Obdachlosen unter der Brücke ist sie auch nicht. In dem Haus, wo die Drohne drauf ist, wo wir uns die Verkleidung holen, ist sie auch nicht. Im Apartment ist sie nicht. Im zweiten Apartment ist sie auch nicht. Im Computerladen hinten ist sie auch nicht. Arzt, in der ersten Etage ist sie auch nicht. In der zweiten Etage ist sie auch nicht. In der ersten Etage, wo die Untersuchung ist, ist sie auch nicht. Draußen, wo die zwei Wachen rumstehen, ist sie auch nicht.
Dann sind wir wieder im Computerladen. Draußen auf dem Weg, nirgendwo ist sie auch nicht. Im Restaurant ist sie auch nicht. Ein Stockwerk runter ist die Frau, die den Code hat. Da ist sie auch nicht. Dann geht's runter. Bei der Polizei und Security ist sie auch nicht. In der gelben Security ist sie auch nicht. Draußen, in den Quartieren und in den Toiletten rundherum ist sie auch nicht. Im Serverraum ist sie auch nicht. Auf den Gängen von den von der roten Etage bin ich mir gerade nicht so sicher. Oben im Büro, wo die Anzugmänner stehen, ist sie auch nicht. Beim Ziel im Büro ist sie auch nicht. Auf dem Gang vom Ziel ist sie auch nicht. Der Gang zum Serverraum, also dem großen in der Mitte, ist sie auch nicht. Da ist sie auch nicht drin. Welchen Raum übersehe ich? Hey there. You can go Nine right. Hours delayed. Luggage lost somewhere along the way, and the airline. If you use your camera, you can hack that panel. Access granted. Ich habe noch nie so lange ein Item gesucht. Also wirklich noch nie. Ich habe noch nie so lange ein Item gesucht. Diese Sicherung macht mich wahnsinnig, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich weiß es nicht. I don't even know. Ich habe eine Stunde schon wieder gesucht. Meine Challenge übrigens, wenn wir eine Stunde machen, jetzt verloren, offiziell. Aber offiziell verloren.
Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß, ich don't know. Ich suche die Sicherung schon bestimmt 3 Stunden, 4 Stunden. Ergebnis wählen. Ich habe verloren. Okay. Nee, noch nicht. Ich habe die Karte, also wirklich, weil du hast mich ja auf Short gut davor gefallen, wenn du noch da bist. Ich habe die Karte komplett im Kopf. Ich habe sie komplett im Kopf. Ich hab keinen Schimmer. Achso, warte. Sorry. Moin, sind Travelman übrigens. Ich hab Prison Architect schon gespielt, ja. Hey, so, moin. Ey, das kann doch nicht so schwer sein, die Sicherung zu finden, verdammt. Ihr dürft aber nicht vergessen, Freunde der Sonne, dass das hier Profi ist, ne? Also, wenn ihr euch irgendwas anguckt, das ist Meister. Also, Meister liegen die Items meistens noch woanders. Das kann doch nicht mein Ernst sein, ey. Mein Sicherungskästen aufmachen? Theoretisch ja. Aber ich habe noch keinen. Oh, wartet mal kurz. Darf ich hier rein? Moment. Moment. Warte mal, nee. Moment. Wartet mal kurz. Jetzt sag mir nicht. Moment. I don't know why I keep relying on you to bring the snacks. You never remember. Yeah, well, I would have remembered them if I had known you were gonna be such a sucky little baby. Okay, wenn die jetzt da drin ist in dem Kasten, dann.
Ey Leute, ich habe keine Ahnung, welches von welchem Gebäude ihr gerade redet. I don't know. I'm sorry. Holy fuckeroni. Die Säcke, ey. Da guckst du auch niemals hin, weil du immer straight zur Tür rennst und nie wirklich so guckst. Tricky, tricky. Ach, da bin ich schon mehr als viermal dran vorbeigelaufen. Da bin ich schon mehr als viermal dran vorbeigelaufen. Da muss ich aber mal ganz schnell los. Can't believe you forgot to bring the cards. Again. I'll bring them tomorrow, okay? Just drop it. Toll. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch rausfinden. Haben wir nicht letztens... Menschliches Versagen. Schalten Sie die Sicherheitsvorkehrungen für den Kern ab. Das haben wir auch gemacht. Wir haben sie doch letztens abgefackelt, oder nicht? Haben wir sie nicht letztens schon einmal abgefackelt? Oder haben wir uns danach neu eingeloggt? Medium Rare. Eliminieren Sie Imogen Royce, indem Sie einen Mitarbeiter die Kernsäuberung einleiten lassen. Heißt das, dass ich mich auch als Mitarbeiter verkleiden kann? Ich glaube nämlich nicht. Weil das haben wir nämlich eigentlich schon gemacht. Indem sie einen Mitarbeiter die Kernsäuberung einleiten. Mitarbeiter die Kernsäuberung einleiten lassen.
Das ist doch eine Story-Mission. Wir brauchen noch dafür einen Trigger. Also wenn es wirklich jemand anderes sein soll, brauchen wir dafür einen Trigger. Und diesen Trigger, den haben wir nicht. Bei der Tante im Office? Dafür brauchen wir noch einen Trigger, dass die das ausführen. Das ist, denke ich, also entweder, also als Mitarbeiter verkleidet, weiß ich nicht, so steht das da nicht formuliert. Aber wir haben das ja schon mal gemacht. Die Frage ist, wann haben wir uns eingeloggt? Weil wir haben uns ja irgendwann auch mal in unser IO, Interactive Account, eingeloggt. Und dann wurden Dinge nicht gezählt. Aber, jetzt kommt das kleine bis mittelschwere, aber, wir haben ja das auch schon erledigt hier. Hirnzellenüberladung. So, und Entdeckung sind ja auch alle mit drinne. Also müssen wir wahrscheinlich doch mit diesem Royce, wie auch immer er heißt, nach unten. Und das werde ich nicht machen können, weil das noch verbuggt ist bei mir. Scanning hormonal profile. Scanning chemical profile. Scan complete. Thank you for your patience. Perfect score on all parameters. You're very fit to perform. Warum habe ich mir eigentlich diese Hackerkarten mitgenommen? Brauche ich gar nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich damit die Türen hacken kann. Aber eben ist nicht so. Security protocol overruled. Royce knew Vincent's girlfriend was breaking up with him before he... Access granted. Well, we're in it now. What there is to know, she knows. Hmm. Yeah, I suppose. Access granted. This will be over in a minute, sir. Just show me your hands. No stop! Right now! Contact! Eat this! Fire! Fire! Roger, command. Nothing tangible yet.
What? I need help! I've got a sick mother. Please, man, I'm like the only one she's got. Jesus! Oh, God! Oh, shoot! He's right there! Access granted. You're gonna regret this. Security protocol overruled. We can't access the core before both targets are dead, 47. Girl around. Short hair with a bright green bag. Sorry. Chef outfit is really uncomfortable. Sehr gut, Timmy. Sehr gut, sehr gut. Sir, I will have to check you if you want to pass, okay? This is just standard procedure. Good.
You're clean and good to go. I'd just love to know about Royce's project. You can hack that panel with your camera, 47. Ich habe keine Ahnung, wer das gesagt hat mit der Detektivarbeit, aber das ist Quatsch. Access granted. Das ist nur eine einzige Mission, wo man Detektivarbeit leistet. Nur eine einzige. Und selbst da musst du das nicht machen, das ist auch noch optional. Also keine Ahnung, wer das gesagt hat. Faster than the previous system. Goddamn mouth. Do you need some saline spray or something? Calm down. Security protocol overruled. Hmm.
müssen die Wache noch wegmachen. Wir müssen die Wache noch wegmachen. Wenn die Wache weg ist, müssen wir unten in den Keller. Dann müssen wir da das Sicherheitssystem ausschalten. Dann hoffe ich mal, dass die Kollegin da unten, dass sie tötet. Hast du die Zeit im Auge? Ja, habe ich. Na komm. Also zumindest denke ich, dass es das ist, wenn wir... Haben wir genug Sachen zum Werfen? Eigentlich nur ein Schraubenzieher. Ne, zwei Schraubenzieher. Okay. Dann nehmen wir jetzt ihren Guard weg. Dann gehen wir raus, gehen in den Keller, aktivieren, deaktivieren das Sicherheitssystem. Dann sollte eigentlich die Magic happen von alleine. Happenen. Oh, hoffe ich zumindest. Ansonsten wird es wahrscheinlich Dingsy sein. Die andere Geschichte mit dem anderen Dude. Das, was für uns Buggy ist. Kretzef, ich grüße dich, moin. Den größten Endgegner haben wir schon gefunden, Kretzef. Mr. Pritchard will be blown away by this. No need for the nerves, Royce. You've got this. My boyfriend has a restraining order. I think it might be him. Could you go see if it's him? Copy that. Speichern sollen. Ich hätte speichern sollen, Leute. Oh, fuck. Warum habe ich nicht gespeichert? Und warum habe ich ihn da abgeworfen? Ach, Mann. Scheiße.
Fuck. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch? Naja, theoretisch sollten wir, damit das nicht wieder in Stress ausartet, jetzt aufhören. Dann müssen wir das morgen machen, Leute. Wir nehmen morgen dieselbe Challenge nochmal. Wir machen das morgen, weil sonst komme ich zu spät zum Rastplatz heute und dann entsteht da auch wieder Stress. Fuck.